So, wir sind hier immer noch in der freudigen Erwartung der Kreuzritter, die Vlad aufgrund seiner Brutalität richten wollen. Aber wir haben hier einige interessante, Überraschungen für den Feind präsentiert. Und ich denke mal, da haben die nicht so viel zu lachen. Hier so ein bisschen müssen wir noch die Front hier unten verstärken, aber ich denke mal, das passt alles. So, haben wir kein Eisen mehr. Gut, da kommt aber neues Eisen, wie ich das sehe. Wir könnten das natürlich auch alles über einen zentralen Markt regeln, aber es muss, glaube ich, gar nicht sein. Könnten wir hier doppelten Verbrauch und die Steuern nochmal ein bisschen höher. Ich habe jetzt den gar nicht mehr gespielt, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es hier war. Okay, 9 Monate können wir mal auf 6 Monate machen, damit wir immer schön mehr Geld reinbekommen. Ein Steinbruch hier könnte auch noch nicht schaden. Wir müssen hier schön die Nutzungsqualität maximieren. Zeit bis zur letzten Invasion ist tatsächlich noch ein bisschen, also wir können uns hier noch nicht zu sicher sein, aber ich denke mal, wir haben das hier schon ganz ordentlich gemacht. So, Truppen, die produziert werden sollen, habe ich jetzt mal, ich mache den Truppenzähler mal wieder raus. Nehmt die Armbrüste hoch, Hunde! Kann mich gar nicht mehr erinnern, dass ich den reingepackt habe, aber passt schon. Na los doch! Schnell! So, hier auch nochmal ein paar Armbrustschützen hin. Wir sind eigentlich echt ganz gut am Start, ne? Muss man so sagen. Ein bisschen wenig Sägegruben haben wir. Bauen hier natürlich auch auf recht engem Platz. Ich überlege mal, ob ich mir wirklich so einen Markt hole. Um das alles ein bisschen besser zu regulieren. Und ich glaube, das mache ich jetzt auch. Denn damit kann man, ohne sich groß darum zu kümmern, die Wirtschaft eigentlich sehr gut im Zaum halten. Das ist immer ganz angenehm. So, also wir kaufen mal immer so, warum nicht 100 Holz, dauerhaft für dich ungefähr 125 Steine haben, damit ich ein Verteidigungstor machen kann, 5 Eisen, damit wir weiter hier Waffen produzieren können, Pech ist okay, Bier immer 10 und Hopfen immer 5, damit die Brauereien immer schön was produzieren können. So, eine Kirche können wir mit Vlad gar nicht bauen, der ist gottlos. Ich glaube wirklich, dass man mit den bösen Einheiten keine Kirche bauen kann. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ein bisschen Fleisch können wir auch mal und ein bisschen Käse, so dass wir da wirklich eine ausgewogene Ernährung haben. Es droht Gefahr, my Lord. Wir werden es bald mit einer großen Armee zu tun bekommen. Gut. Die Waffen, da sollten wir vielleicht auch ein bisschen regulieren. Machen wir mal 10, 10, 10. Bei den Armbrüsten und den Bögen, damit auch 10 davon. Und mir reicht es eigentlich, wenn wir 5 Schwerter am Start haben und 5 Rüstungen für den Notfall. So, perfekt. Genug Geld haben wir und das sollte jetzt eigentlich auch Rekruten benötigt, Sire. Gut so weit gehen. So, wo stehen denn die Gehöfte? Ihr merkt, ich habe ein wenig länger nicht mehr gespielt. Da unten sind sie ja. Zumindest nicht hier diese Mission. So, große Armee. Aber davon merken wir noch nicht so viel. Das passt da nicht hin, my Lord. Hier ist ja noch nicht mal alles ausgebaut. Was das sagt passt man da denn nicht dazu? Hin, my Lord. So, jetzt sind wir auf jeden Fall gut mit dem Eisen beraten. Wir werden angegriffen. Und die Armee kommt diesmal von unten. Okay. Sire, die Kreuzritter greifen wieder an. Sir. Jawohl, so sieht's aus. Wir haben auch ein Drachenei fertig. Zur Not. Oh, wir brauchen wirklich mal ein paar Rekruten, weil die haben eigentlich mega viel Ehre, mega viel Gold. Nur an den Rekruten mangelt's noch. So. Männer an die Waffen! Schön die Trieböcke kaputt machen. So. Bam, sehr schön. Und da sind sie wieder, die Kreuzritter. Haben wir kein Kreuzwappen, was mich ein bisschen wundert. Wer befehligt uns? So. Die hinteren beiden auch nochmal weg. Schöne Sache. Gut. Von oben droht erstmal keine Gefahr. So, und wir bessern die Welle schön weiter aus. Boah, die Armbrustschützen sind einfach krank gut. Das passt da nicht hin, my Lord. Könnten noch ein paar Drachenharpunen zur Verteidigung errichten, definitiv. So. Ja, denen geht's nicht mehr so gut.
Der Feind hat seine Leitern an unsere Welle gelehnt. Er wollte es zumindest, der dumme Feind. Okay, die Ritter sind da schon am Start. Wir brauchen aber noch ein bisschen mehr Feuer, habe ich das Gefühl. So, Sachsen. Ihr zahlt. Wir kämpfen. Schön umwerfen. Sonst noch irgendwas Bedenkliches? Nee, sieht eigentlich nicht so aus. Die können nur schön rumlaufen. Die werden erstmal nicht durchkommen. Fürs Erste so. Einmal die Belagerungstürme kaputt machen. Die sehen nämlich noch ganz gut aus. Der dreht schon um. Der kämpft mit meinem Holzfäller. Und der Holzfäller gewinnt gegen den Kreuzritter. Das soll mal einer nachmachen. Nochmal. Nee, diesmal gewinnt der Ritter, aber er wird bezahlen für seine Schandtat. Okay. Okay, okay, okay. Vielleicht mache ich den Truppenzähler wirklich mal auf 10 und sperre den. So. Okay, okay, okay. Der kriegt aber noch nicht so viel Schaden. Das Türmchen. Streitkolbenkämpfer schicken die sogar in die Schlacht. Gibt's doch gar nicht. So, wo ist der zweite Turm? Da hinten kommt er. Die Zeit verstreicht auch immer weiter. Wer muss beseitigt werden? Sehr gut, liebe Sachsen. So, 20 Sachsen können wir auch mal auf den freien Mann einfach mal beschwören, weil wir es können. Ihr seid der Herr. Genau, so sieht's aus. Und außer Leiterträger haben die auch nicht mehr viel am Start, die Kreuzritter, die hier aus Süden angreifen. Und wenn wir schon auf die Burg zureiten und diese Bastion sehen, dann wird denen aber Angst und Bange. Da bin ich mir ziemlich sicher. Rekruten benötigt, Sire. So, durch die Truppenzähler müssen wir jetzt auch nicht immer so oft draufklicken, sondern können das einfach mal machen. Warum ich den noch anhatte, vielleicht um das zu erklären. Ich habe mal gerade in letzter Zeit viel den Legendenpfad offscreen gespielt und benutze das da jetzt auch mehr. Also habe mich wirklich ein bisschen mehr mit dem Spiel beschäftigt und bin jetzt, denke ich mal, auch noch mal ein bisschen besser geworden. Wenn man das mehr spielt, also Übungen bringt es da einfach, das muss man sagen. Das mit dem Truppenzähler ist eine ganz angenehme Sache, da muss man nicht immer tausendmal da draufklicken. Auch das mit dem Markt, das zu regulieren, das ist schon äußerst hilfreich, wenn man sich nicht auf die Wirtschaft die ganze Zeit fokussiert, aus Kaufen und Verkaufen, sondern einfach nur die Grundgüter immer wieder automatisch nachgekauft werden. Das ist schon keine schlechte Sache. So. Weil die Ritter hier eben gerade ein bisschen zu viel Party gemacht haben für meinen Geschmack. Wir brauchen Holz, my Lord. Naja, komm. Können wir hier nochmal ein bisschen mit Mörderlöchern ein kleines Empfangskomitee bereiten. Wobei ich mir sehr, sehr sicher bin eigentlich, dass die hier wenig zu lachen haben werden, wenn sie auf diese Bastion treffen. Das aber man kann ja nie wissen, ne? Vlad Tepes, der Pfehler, will hier sein. Passt da nicht hin, my Lord. Namen alle Ehre machen. So, noch ein paar davon einstreuen. Das Land ist zu uneben, um hier zu bauen, my Lord. Na, super. Okay. Zack. Das passt da nicht hin, my Lord. Das passt da nicht hin, my Lord. Hier auf die Angreifer der Burg wartet. Aber es wird noch ein bisschen dauern, bis die letzten Wellen kommen. Aber die Mission ist wirklich relativ einfach. Dafür, dass wir hier die schwere Kampagne spielen, Leute, kommen wir hier doch sehr, sehr gut durch. Ja. Zeigt uns die Schlacht. Zeige ich euch. Gar kein Problem. So, Bogenschützen. Ihr habt uns angeheuert. Können mal hier rüber auf das Türmchen. Wenn wir nur lange genug aushalten, Herr, werden wir den Willen der ach so ruhmreichen Ritter brechen. Ja, die ach so ruhmreichen Ritter lassen aber noch ein bisschen auf sich warten. Also ich bin ein bisschen enttäuscht hier. 5 Schwertkämpfer. Los an den Wall! Können wir mal hier zu dem Wall schicken. Vlad besieht sich das Ganze hier auch ganz entspannt. Kann er, glaube ich, auch zum aktuellen Zeitpunkt wirklich machen. So, und da seht ihr schon, dadurch, dass wir immer wieder die Waffen neu kaufen, ist das ganze Geld jetzt weg. Aber das passt schon. Wir haben ja Wuchersteuern am Start. Hier kriegen wir 8+. Das Bier muss natürlich auch immer neu gekauft werden. Das Essen auch. Hier kriegen wir 4+.
sind 12 plus. Na, dann machen wir nochmal ein bisschen mehr. Und hier die Horrorsteuern, die höchsten. Aber es ist eben nicht ganz günstig, das immer so hundertprozentig nachzukaufen. Aber Bewegung. Ich denke, das geht schon. Unsere Schwerter sind die euren. Wieder marschieren wir. So, schön auf dem Wall verteilen, damit die Bogenschützen, wenn der Wall erklommen werden sollte, nicht sofort weggeräumt werden. Dann haben wir noch die Schwertkämpfer in der Hinterhand. So, und jetzt geht uns tatsächlich doch ein bisschen das Gold aus. Hätte ich ja nicht für möglich gehalten. So, Eisen wird aber sehr gut abgeholt. Da sind ein paar Barren, aber die werden auch abgeholt. Sehr schön. Ja, der Stein. Da könnten wir vielleicht noch ein, zwei Ochsenjoche definitiv platzieren. Da eins. Und da eins. Ja, es ist gerade nicht so spannend. Also die Kreuzer, da dachte ich, kommen ein bisschen frequentiver hier auf unsere Burg gestürzt. Und wenn man sich das hier anguckt, was da auf sie wartet, muss man wirklich sagen, bin ich nicht gerade überrascht, sage ich mal, wie die Holzfäller sich hier immer das Holz holen, dass wir da noch sehr gut abschneiden. Warum hier übrigens Schnee ist, hier schwarz und hier grün, das sollen mir mal die Klimaexperten unter euch erklären. Halte ich ein bisschen für unrealistisch, aber gut, wir beschwören hier gerade einen Drachen, haben hier Werwölfe auf den Mauern stehen, also mit unrealistisch muss ich euch wahrscheinlich nicht erst kommen. Nun gut, nun gut. Feuerdrachenlinge könnten wir vielleicht nochmal ein bisschen an den Wellen platzieren, damit wir da ein wenig, ja, ruhiger das Ganze verteidigen können. Haben wir hier eigentlich eine Baumeistergilde schon? Nein, haben wir nicht. Die ist eigentlich auch immer ganz sinnvoll. Habe ich auch relativ wenig immer benutzt. Weil wir, gut, wir müssen eigentlich oft verteidigen, aber eigentlich braucht man die eher selten, aber wenn die halt, wenn es halt hart auf hart kommt, ist es gut, so eine Baumeistergilde zu haben, denn die Baumeister holen sich immer schön Stein und sorgen dann dafür, dass die Wälle wirklich ganz bleiben. Ja, das Drachenei ist beschworen. Dämonen, Zauberer haben wir da ja auf dem obersten Turm stehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich euch jetzt noch erzählen soll, Leute. Also, das ist schon übel, wie wir die hier empfangen werden. Aber wer sich mit Vlad Tepesch anlegt als Kreuzritter, der sollte natürlich auch mit einer heftigen Strafe warten seitens von Vlad. So. Immer weiter kommen die Ochsen. Und ja, was kann ich noch erzählen? Ich könnte vielleicht mal erzählen, ich habe den Legendenpfad, wie gesagt, ein bisschen angespielt. Und habe geguckt, ob sich das vielleicht jetzt fürs Let's Play eignet bei Stronghold 2. Habe ich auch diesen Eroberungsfahrt durch Europa gespielt, aber es ist doch leider relativ repetitiv, macht sehr viel Spaß. Also ich bin da ziemlich am Suchen momentan, aber ich glaube fürs Let's Play ohne Story und es ist eigentlich immer dasselbe. Es droht Gefahr, my Lord. Wir werden es bald mit einer großen Armee zu tun bekommen. Ja, ist es dann doch irgendwie auf die Dauer wirklich sehr wiederholend, so kann man es glaube ich sagen. Also es wiederholt sich wirklich, dass man so denkt, ja. Es ist zwar spaßig, wenn man es macht, aber es dauert halt wirklich lange. Das wäre es für das Let's Play auch so ein negativer Punkt, denke ich. Und es ist sehr repetitiv. Also da, wenn ihr nicht unbedingt da sehen wollt, werde ich das wahrscheinlich nicht zocken, sondern nur privat durchspielen. Bin da auch schon relativ weit. Da sind auch wirklich echt schwere Missionen. Also viel schwerer als hier die schwere Kampagne, kann ich euch sagen. Wo es wirklich auf taktischen Feinkniff ankommt. Aber auch hier sind wir ja gut dabei. Und wir werden es gleich mit einer großen Armee zu tun bekommen, aber ich würde sagen, das sehen wir dann erst beim nächsten Mal, wenn wir uns wirklich den größten Wellen der Kreuzritter erwehren müssen und dann wahrscheinlich wirklich nochmal ins Schwimmen geraten. Aber bei dieser Verteidigung bin ich mal gespannt, wie die Herren das anstellen wollen.